Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS17 Construction Projekt zusammen mit dem Bauprofi LionGamer1. Hi Leute. Tut venant, läuft. Wir haben die ersten 12.500. Was? Liter. Das wird in Litern? Okay, dann müsste man das, glaube ich, tatsächlich irgendwie in einem anderen Dings. Ja, bist du doch alles in Liter hier angegeben. Ach so. Oh, stimmt. Ja, wir gut. Haben flüssigen Sand da reingegangen. Wir. Ja. Ich könnte das jetzt einfach mal so laufen lassen und ich hol noch mal ein bisschen was. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass man für diese Map wesentlich mehr Mitarbeiter braucht und so langsam habe ich auch das Gefühl, ihr hattet da recht. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man irgendwie das so ein bisschen automatisiert an manchen Stellen. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Das wäre eher so ein langfristiges Projekt. Jetzt erstmal machen wir es natürlich alles von Hand. Aber vielleicht gibt es da Mittel und Wege, das ein bisschen zu automatisieren. Es gibt da ja ganz viele Tools für den LS. Können wir einfach mal schauen. Das wäre aber vielleicht so eine langfristige Perspektive noch, weil wir sind halt nur zu zweit, ne? Mhm. Und ich meine, ihr seht unseren Kontostand, wir können uns nicht 30 Mitarbeiter leisten. Ne? Von die daher, wollen ja auch teuer Geld, dann kostet ja viel Geld. Ja, und da muss Peter Zwiegert wieder kommen. Stammgast. Die Anlage hat gerade minus ein Gravel. Das ist gut, haben wir alles richtig gemacht. Ja, aber der Sandverbrauch ist anscheinend nicht so hoch wie der Gravelverbrauch hier. Hm. Und Gravel wird mehr produziert auch als Sand, also das ist schon mal gut so. Hol ich mal ein bisschen. Aber ich habe gerade probiert, ich bin mit dem Fliegelanhänger drunter gefahren. Anscheinend, also da ist schon mal die, auf jeden Fall die Anzeige, man könnte Start von Tut Venant, aber ob das auch funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Aber wir können erstmal ein bisschen mehr Gravel noch wieder rein tun, damit die Anlage noch ein bisschen was produziert. Mensch, der Unimog ist ja richtig, das sehe ich ja jetzt, er ist richtig schick ausgestattet, da haben wir uns ja nicht lumpen lassen. Das Beste vom Besten. Es sind ja richtig schicke Sitze, hast du dir mal angeschaut? Nee. Muss gleich mal machen, ich lade mal schnell zu Ende auf. Ja. Nicht, dass das jetzt hier abbricht. Oder schon schickes Mobiliar hier, Interieur. Tipptopp. Ich dachte, das wären so ranzige Sitze. Bei Bauunternehmen ist ja oft so, dass die Fahrzeuge nicht nur von außen, sondern auch von innen total abgeranzt sind. Muss halt abgenutzt funktionieren irgendwie, aber. Ja. Einfach, dass es einfach gebraucht wird, Gebrauchsgegenstand. Ja, genau. Ja. Alles dreckig, alles staubig. Okay, ja. Jetzt gehe ich mal raus. Ich sorge mal dafür, dass jetzt endlich der Stein fertig aufgeladen wird. Oh, richtig edle Leder oder was soll das sein? Ja. Oder so eine edle Stoffgarnitur, keine Ahnung, ja. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Nichts Einfaches irgendwie, einfach nur schwarz oder so. Ja. Unserem Unternehmen würdig. So. So viele Hütchen liegen ja schon kreuz und quer. Unglaublich. Unfucking fassbar. Die Ordnung hier in unserem Gelände. Katastrophe. Wie viel Stein überhaupt noch da ist? Ja, ich sorge ja gleich für neuen Stein. Sehr gut. Bin ich dran. Geben Sie mir 2 Minuten. Okay, so wollen ein bisschen zu lang. Ich habe nicht 2 Minuten Zeit. Ja, 0 Steine. Wir brauchen Steine. Ah, große Krise, Steinkrise. Steinmangel an ich der Produktionsanlage. Ich habe auch noch daneben geschüttet. Einmal mit Profis. Originale Nichtsgönner. Er hat vollen Steine. Übrigens, wenn hier der Kran irgendwann mal zum Einsatz kommen sollte. Mhm. Was ist denn zu tun? Bauprofi. Welcher Kran? Wir haben hier auch einen Kran-Mod, ne? Den können wir jetzt kaufen. Was ist dann zu tun im Spiel? Enttäusch mich jetzt nicht. Was ist dann zu tun? Also, wir müssen den Platz davor ordentlich verdichten. So. Aber haben wir überhaupt was? Also brauchen wir Asphalt, um es schön. So. Ja, das machen wir tatsächlich mal. Da gibt es ja diese Asphaltfräse. Oder also diesen diese Asphaltmaschine. Mhm. Und die hat jetzt nicht wirklich was mit dem.
Die hat nicht wirklich was mit dem Asphalt, den wir hier herstellen, zu tun. Die funktioniert einfach ohne das. Kann man sich natürlich dann irgendwie so, kann man dann quasi so vorspielen, ja, jetzt schütten wir da Asphalt rein, aber eigentlich braucht die gar keinen Asphalt. Und mit der fährt man dann über die Flächen und die texturiert die neu, sodass dann tatsächlich auch Flächen asphaltiert werden können. Und das können wir vielleicht dann tatsächlich mal damit machen. Mhm. Ist halt nicht so ganz realistisch, aber der LS ist halt auch kein Bausimulator, ne? Also von daher. Ich finde es aber irgendwie trotzdem gut, wie das so gemacht ist, dass man das jetzt hier so als baumäßig so nutzen kann. Ich habe jetzt auch gerade mal das Tool für noch hier eingeladen. Wenn man sich eigentlich mal überlegt, es ist hier nur Sand, Kies und Wasser zusammen gemischt und dann kommt das raus. Verrückt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Art Basis für den Asphalt. Für die Straßen dann, so noch unten drunter kommen. Du kannst ja mal kurz herkommen. Kannst dir mal angucken, wie das aussieht. Warte. Ja, ist die Textur auch so zusammengemischt, oder was? Ja. Ich guck mal kurz. Ach, tatsächlich. Der Motor läuft die ganze Zeit. Du musst das. Reiche Bauunternehmer können auch mal den Motor laufen lassen. Schön die Abgase da. Wer hat, der kann. Ja. Die unsympathische Leute hier. Diese Bauprofis hier. Ja. So. Dann aber als Bauunternehmer kann man tatsächlich sehr reich werden, ne? Ja, da gibt's ja riesen Unternehmen, so, ne? Ja. Und baut wird ja überall immer irgendwas. Also, ja. Muss halt nur die Aufträge kriegen. Dass wir jetzt auch einen guten Eindruck beim Kunden machen, wasche ich hier nochmal unseren LKW. Damit nicht schlecht in der Stadt über uns geredet wird. Ja. Nicht, dass man sagt, ah, da kommen wieder die Bauprofis mit ihren dreckigen Fahrzeugen. Die ganze Straße verschmutzt. Sollen sich zum Teufel scheren. Wenn ich mal etwas tut für Norden. Nur der gelbe LKW ist irgendwie sehr, sehr sauber geblieben. Ich weiß nicht, ob der einfach keine Dirt-Texturen hat, was ich mir gut vorstellen könnte. Wahrscheinlich, ne? Ja. Weil alle anderen dreckig geworden sind, das wäre schon unrealistisch. Also komisch, dass der da nicht dreckig wird. Ja. Lieblingsfahrzeug auf jeden Fall. Bestes Fahrzeug am Start. Die Tar. Tar war noch die Frage, wo wir das herkriegen, ne? Mhm. Ja, genau, da kannst du ja auch mal schauen. Was haben wir nochmal mit dieser Betonfabrik da? Betonfabrik? Wobei? Vielleicht als Nebenprodukt. Wenn hier Kohle rangeschafft wurde, dann müssen wir uns auch endlich um den Weingarten kümmern oder um die... Darf nicht vernachlässigt werden. Um den Winzerhof oder um das Weingut, so sagt man, glaube ich. Nee, das darf auf keinen Fall vernachlässigt werden, denn... Wenn der Bauunternehmer mal Feierabend macht, dann muss auch der eigene Wein verköstigt werden. Das ist ja ganz klar. Nach getaner Arbeit ein gutes Glas Wein. Eine Belohnung. So. Das hier ist ja Eisenmine. So, ich komme mit Stein rüber. Sehr gut. Alter, hier die Eisenmine ist ja auch mächtig. Haben wir die damals uns angeguckt, als wir das in der ersten Folge, ich weiß gar nicht, sonst komm mal kurz in Scania, ich bin nur bei der Eisenmine. Ich weiß gar nicht mehr. Eisen, Fuel, Kohle und Limestone. Ach du liebe Zeit. Was ist das denn hier? Ich weiß nicht, ob wir das uns in der ersten Folge damals angeguckt haben. Da brauchst du Eisen, Fuel, Kohle und... Wo kriegen wir denn Eisen her? Ganz hier hinten. Da wollte ich auch gerade mal in der Ecke gucken. Und das brauchen wir dann für die Baustelle vermutlich, ne? Also für den Hausbau. Wo sind wir denn hier auf der Karte? Ach, hier oben, okay. Ah, guck mal, hier kann man auch Tailings einfüllen, aber was man dann raus... So, das ist hier einfach ein Lager vielleicht. Ah, okay. Ach, krass. Ja, haben wir schon auch ordentlich Arbeit, ne? Hier kommt Eisen. Ach so, hier kommt das wahrscheinlich. Vielleicht wäre es hier echt sinnvoll, dass wir uns später... damit wir nicht dauernd hier rumfahren müssen, irgendwie so Kursplay-Kurse anlegen, dass die dann quasi automatisch über die Karte fahren und dann immer alles rumbringen. Mhm.
Aber das gucken wir mal. Also das ist relativ kompliziert, glaube ich. Ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Aber ich habe mir das auch noch nie angeguckt. Nee, ich auch nicht. Deswegen, das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Aber wenn jemand da von euch fachkundig ist oder wenn jemand noch eine Idee hat, wie wir das vielleicht, wie wir Herr der Lage werden können, ohne dass wir eben hier ganz viele Mitspieler haben, dann immer her damit. Also wenn ihr, das wäre super, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Ja. Mal, hier gibt es auch, das ist voll krass, hier kannst du Erde, also dass wir auch damals das Gold gebraucht haben, kannst du Erde hier reinfüllen, kriegst du Tailings, also diese Reste dann, kriegst du aber Sand, Gravel und Eisen da irgendwie raus. Oh, krass. Ich mal kurz in der Mine hinten dann noch. Ah, noch so in der Eisenmine dann ab, du einfach nur Erde da abbaust, die dann da hinbringst, oder was? So aus. Ja, Eisenmine holst du da einfach nur Erde, die bringst du einfach hin und dann wird so aufgetrennt und dann kriegst du halt dann da Eisen raus. Echt. Na, okay. Ich fahr mal mit Follow Me und den zwei Trucks hier, dann... Das haben wir auch noch, ne? Ja. Ja. Okay, aber hier kriegen wir auf jeden Fall keinen Tar. Hier nicht. Viel Spaß beim Suchen. Das ist ein bisschen wie Ostern, ne? Ja. Da muss man schon relativ viel suchen. Weil eigentlich ja alle Anlagen hier irgendwie markiert sind, also. Ja. Nochmal Tar, ich vergesse irgendwie die ganze Zeit. Teer. Ja, stimmt, Teer. Oder? Ich glaube es. Ja, doch, müsste sein, ja. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung, wie man sowas herstellt. In der Realität auch, keine Ahnung. Aber in Zigaretten ist ja Teer, ne? Stimmt, ein bisschen. Ja. Und wer Zigaretten raucht, hat dann auch ein bisschen Teer in der Lunge. Aber sicherlich auch für ein gutes Auskommen, sicherlich nicht schlecht, ein bisschen Teer hat. Kann niemandem schaden. Kann nicht schaden. Also gefährliche Weisheiten, die hier verbreitet werden. Das sehe ich schon, alles klar, unverantwortlich, was der hier sagt. Großer Quatsch. Also Leute, raucht natürlich nicht, Teer ist natürlich schädlich. Muss man aufpassen, was man hier sagt. Kleiner Gag hier, ja, ja. Hier gibt's das jetzt irgendwo, ja, hier, Mama, der Ansgar hat gesagt, der ist okay für die Lunge. Also wenn Ansgar das sagt, dann muss es stimmen. Also guck mal hier, wenn ich bei dieser Nummer wo bin, der Raffinerie und Rubber Crusher, da gibt's hier so ein Dings, da steht Tar/Bitumen und da steht auch schon 500.000 dran. Also ob das schon irgendwie gefüllt wäre. Okay. Rohöl? Mein deutsches Wort. Oder kann man nichts drin machen, glaube ich. Ja, man muss man, das, man muss den... Kauft man das, oder wie? Komm mal kurz ins Fahrzeug, bitte. Welches denn? Ah, das. Da, genau. Muss man einen Stein hier abladen? Nein. Da steht ja was an. Wo willst du das denn hier rein? Ja, ich dachte, man muss das hier einfach... Das wird dann nach oben aufgesogen. Ach so, ja. Ist das? Hier neben. Ah ja, das ist hier ein Dings von oben. Hier? Ah ja, Stone. Hier steht's ja. 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 So, also hier, keine Ahnung, ob man das dann einfach kauft, oder wie es ist. Natürlich einfach. Hier kann man auch normalen Diesel holen. Biodiesel-Treibstoff. Ja, also scheint, dass wir es einfach kaufen können. Hm. Aber ob wir das dann... Das habe ich den Anhänger schon voll, das kann ich auf der Rückfahrt mal ausprobieren, ob ich das einfach mitnehmen kann, ne? Mhm. Mach ich dann mal. Boah, die finanzielle Situation wird nochmal belastet, aber wir brauchen es ja, also wir können ja nicht, können wir nicht ohne auskommen. Ja. Ja, bitte. Ah, okay. Ah, das ist halt... Was denn? Der Mod ist schon ganz cool. Das wird dann wie bei solchen Baustellenfahrzeugen tatsächlich, wird das Ganze, der ganze Kipper quasi, oder wie man das nennt, so, ja, ich denke mal, die ganze, also der ganze Behälter mit dem Stein wird dann hochgehoben und dann wird das so rausgeschüttet. Sieht ganz cool aus.
Guck mal, das sieht sogar schon hier bei der Baustelle so aus, ob jetzt hier schon Tailings wären und ein Tailings, glaube ich, Tout-Venant. Und da, wo jetzt noch kein Tout-Venant ist, sieht es anders aus und da verkaufe ich den jetzt einfach mal. Also, wenn das so funktioniert, dachte ich. Ja, mach einfach mal. So. Und das Geld steigt und steigt. Oh, Leute. Ah, Reichtum. Ich hör auf zu arbeiten. 100.000, ja. Du ja. Scheiße. Junge, was hast du gemacht? Wenn wir erst Asphalt verkaufen. Alter, bei Asphalt ist ja erstmal Mittagspause. Erstmal einen Wein trinken. Erstmal gönnen jetzt. Also. Erstmal gönnen, dick gönnen. Alter, das war ja gerade mal heftig, das war jetzt das. Da hat sich die ganze Mühe... 40.000 für, keine Ahnung, 27.000 Liter davon von dem... Und das war so schnell hergestellt. Ja, krass. Man muss ja, ich glaube, das mit dem Asphalt wird richtig lukrativ. Ja, weil da so viele Sachen drin sind, die man da braucht, ne? Da freue ich mich schon drauf. So, Stein sollte jetzt auch wieder erstmal aufgefüllt sein. Also hier scheine ich Tar nicht reinladen zu können. Aber ob wir Tar aufgeladen bekommen oder nicht, große Frage, werden wir vermutlich in den nächsten Folgen erst rausfinden, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, ich hatte anmoderiert, ne? Genau. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gern einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch die Folge so gefallen hat, was ihr so bemerkt habt, was wir vielleicht auch wieder mal falsch gemacht haben und was wir besser machen sollen und welche Mods wir noch reinnehmen sollen und so weiter und so fort. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dahin sagen wir beide Tschüss. Ciao.